Hallo und herzlich willkommen. Jeder von euch kennt das Problem bei World of Warships. Man hat ein geiles Gefecht und will es gerne seinen Freunden oder Bekannten zeigen, aber es funktioniert leider nicht. Und genau dem will ich euch jetzt hier mit diesem kleinen Guide Abhilfe schaffen. Und zwar zeige ich euch, wie die Replay-Funktion zu aktivieren ist. Leider ist es noch nicht so einfach wie bei World of Tanks, dass ihr einfach nur einen Haken setzen müsst, sondern da muss noch etwas mehr gemacht werden. Ist aber nicht schwierig und wie gesagt, ist ganz einfach. Und zwar geht ihr hier bei World of Warships rein. Habt hier unten die Preferences XML, die braucht ihr. Ich habe mir schon eine Kopie erstellt, weil sicher ist sicher. Lieber habt ihr da eine Kopie, weil wenn dann doch was schief gehen sollte, einfach das andere wieder ersetzen. Ihr wisst ja, Safety First. Dann geht ihr mit einem beliebigen Editor oder WordPad rein. Ich nehme einfach jetzt mal den Editor. Und dann ist ganz wichtig, ganz nach unten zu scrollen. Ihr braucht hier unten dieses Script Preferences Console History. Das ist das, was ihr braucht. Also hier nochmal etwas in größer. Um dann praktisch die Replays zu aktivieren, müsst ihr das hier einfügen. Und zwar ES is a replay enabled true und dann Replay Camera Update auf 30. Das sind die beiden Sachen. Muss dann am Ende so aussehen. Das heißt, einfach vor die Script Preferences setzen und dementsprechend dann einfügen. Ich zeige euch das auch nochmal live. Das heißt, ich kopiere mir das hier drüben raus. Setzt die hier rein und dann schaut das Ganze wie folgt aus. So hat es am Ende auszusehen. Das heißt, hier seht ihr nochmal ganz genau. Und wenn ihr das dann eingefügt habt, dann speichert ihr das natürlich auch ab. Zack. Und habt dann hier die Option Replay. Ich habe hier einmal das getestet und dann könnt ihr das hier abspielen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, das abzuspielen. Entweder ihr zieht es einfach auf eure World of Warships Exe. Oder ihr könnt es natürlich auch nochmal einfacher machen. Ihr macht einfach praktisch öffnen und gesagt, wählt dann aus, mit was ihr es öffnen wollt. Aber wie gesagt, einfach auf die Exe ziehen, funktioniert exakt wie bei World of Tanks. Ja, das war dann ein Mini-Guide für das Aktivieren der Replay-Funktion bei World of Warships. Ich hoffe, euch hilft es weiter und ich freue mich auf viele und zahlreiche tolle Replays von euch. Bis bald, euer Alcaramba.